meine Schäfchen, meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Ich habe auch heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner heiligen Schrift für euch und für heute und zum Sonntag. Und in Matthäus 6, in den Versen 5 bis 13 steht geschrieben: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Teil schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Schäfchen, meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Das war auch heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner heiligen Schrift für euch und für heute und zum Sonntag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.